Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil des allsonntäglichen Let's Play Together StarCraft 2 Squadron Tower Defense. Diesmal sind mit dabei Destry und Tut ist dabei, der Krabble auch. Also wir belegen ein komplettes Team und auch ich wähle hier jetzt wieder Chaos aus. Was heißt auch ich? Ich weiß ja nicht, was die anderen auswählen. Und hoffe, dass es diesmal einfach wesentlich besser läuft als das letzte Mal. Next Builder ist Elemental und ja, diese Runde haben wir. Okay, haben wir, was ist es denn? Wie nennt das sich doch gleich? Ghost? Shadow? Nee, Ghost. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht mal mehr ein. Aber macht nichts, wir bauen hier einen Wanderer. Sollte auch reichen, wenn jetzt nicht einer vom Gegnerteam lief. Euch auch viel Glück und viel Spaß, auch wenn ihr es jetzt nicht lesen könnt. Ah, Mist. Okay, jetzt habe ich natürlich den Salat. Ja, jetzt muss ich noch einen Wanderer bauen, denn wenn ich jetzt einen Marine bekommen wird und der 10% mehr Schaden macht, dann reicht einer sehr wahrscheinlich nicht mehr aus. Ich hätte natürlich auch einen Spectre bauen können, aber ja, ist natürlich cool, das Mercurial Upgrade und auch das zweite Upgrade, aber es verschlingt eigentlich Unmengen an Kosten, bis man sie denn upgegradet hat. Und von daher entscheide ich mich einfach mal für die, zumal die auch einen krassen Schadensbuff auf den Gegner werfen. Weißt du ja, oh, genial. Jetzt bekommen wir hier noch einen Automaten als nächsten. Und das heißt, ich werde perfekt, leckt sich hier anscheinend auch raus. Okay, dann werden wir 4 gegen 2, wenn er wirklich jetzt draußen ist. Das heißt natürlich für uns, wenn es weitergeht, dann müssen wir extrem auf Creeps aufpassen. Und ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass der rausfliegt. Beziehungsweise, dass er gegangen ist. Und 13 Sekunden noch. Ja, der ist raus, den werden wir ausschließen dann. Klicken wir gleich drauf und da ist er raus. Und jetzt sind die Creeps natürlich viel, viel stärker von den anderen. Viel, viel stärker. Und jetzt habe ich hier einfach mal ein Proto noch hingehauen. Ja, Krabble, ich hoffe auch, dass du jetzt nicht verkaufst. Ah, oh, ich bekomme keinen Cent hier. Sehr schön. Und ich hoffe, dass ich packe. Ich habe das hier am Protons, mag ich eigentlich sowieso nicht so. Und ich habe das hier so auch noch nicht gespielt. In so einer lustigen Kombo. Aber scheint ja gut zu klappen. Krabble, okay, hat auch hier einen Brawler schon. Krabble Brawler. Der Tut spielt wieder so ziemlich einen ähnlichen Bild wie letztes Spiel, meine ich. Mit vielen Skeletors. Okay, der kommt mal hier hin. Und dann muss ich auf jeden Fall die Runde noch sparen, dass ich hier mir auch einen Brawler holen kann. Das ist einfach sicherer. Zumindest für mich in meiner Lage. Und Destry, oh, spielt, was spielt dann? Auch Chaos. Sehr schön. Schon eine Medusa. Und ein paar Zäglinge. Ja, läuft doch super bei mir, hä? Nett geleakt. Richtig genial. Nächster ist Nature. Aber ich denke, den können wir getrost auslassen. Wir bauen jetzt hier mal unseren Brawler und dann starten wir durch mit Workern. Ah, rauszoomen könnte ich, ja. Krabble ist der Einzige, der jetzt hier den zweiten Worker schon am Start hat. Sehr schön, sehr löblich. Aber ich denke, wir werden jetzt nachziehen. Zumal es mit Chaos halt nach wie vor immer so ist, dass du ein bisschen glücksabhängig bist, wann du wirklich Worker anfangen kannst zu bauen. Wenn du wirklich voll den Mist hast, musste eben erstmal in Value investieren.
Aber jetzt haben auch wir dann den zweiten. Destry ist auch mit dabei und tut, wartet noch einen kleinen Moment. Nee, hat auch den zweiten. Sehr schön. Ja, da brauche ich eigentlich fast gar nichts mehr. Ich kann jetzt... Hoverlords bekommen wir jetzt als Gegner. Hoverlords, Okay, nee, ich baue... Ich baue noch einen Ranger, komm. Ein bisschen Pierce-Damage ist ganz okay. Oder soll ich schon... Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Nee, ich lasse ihn stehen. Komm, jetzt ist eh zu spät. Ja, die Hoverlords sind eigentlich nicht so wirklich zu unterschätzen. Die haben hier den Brawler ziemlich schnell runtergeknüppelt. Okay, Worker Nummer 3. Und ich hoffe, dass es dann für... Nicht genug Vespingas. Für den... Genau, reicht sogar. Für einen zweiten Wall-E hier reicht. Aber Astrein. Und da brauche ich schon fast gar nichts mehr zu bauen. Nur noch abzugraden. Ja, ich habe aber auch schon 10 Value. Das ist auch der Mist natürlich. Aber jetzt werde ich mich zuerst mal auf das Speed-Upgrade konzentrieren von den Workern. Und die Runde soll eigentlich kein Problem sein. Der Brawler macht Siege-Damage. Ist von daher ganz okay. Nicht genügend Mineralien. Ja, nicht genügend Mineralien. Ich weiß es. Okay, Speed-Upgrade läuft. Und dann schauen wir mal. Ich werde wahrscheinlich den Ranger hier gar nicht upgraden. Später im Spiel finde ich den einfach zu schwach. Und hat überhaupt gar keinen Nutzen mehr. Deshalb denke ich eher hier Soul of Villains. Upgrade durchgeführt. Und die baue ich zum Beispiel auch recht spät noch im Spiel. Ganz einfach, weil der Debuff krass ist. 20% mehr Schaden auf dem Gegner und es deckt 6-mal. Da gehen zum Beispiel im Extended die Wellen und die Gegner so schnell down. Das ist abartig. Unglaublich. Okay, jetzt können wir hier so Mutalisk mitschicken. Ist auch cool. Und ja, erster Soul of Villains. Bauen wir. Dann können wir uns noch ein Supply-Upgrade gönnen und vielleicht einen Worker hinterher schieben. So, jetzt gucken wir erstmal bei den anderen, was sie so gebaut haben. Also, der tut die gleiche Strategie wie vorhin, meine ich mal. Ah, hier wieder Wrath, Medusa, Captain vorne sogar schon mit dabei. Und Crabble ist beim Brawler und Mercurial. Sehr cool. Oh, und diesmal gehen meine Tanks ziemlich ratzifatzi down. Ich wollte mir hier eigentlich ein Supply-Upgrade holen. Benötige weitere Depots. Und Worker bauen. Upgrade durchgeführt. So, okay. Ich bin wieder Schlusslicht, muss ich jetzt feststellen, mit dem Income. Macht aber nichts. Ich hoffe, ich kann ein bisschen aufholen. Ich finde, ich habe jetzt eigentlich eine gute Kombo getroffen. Doch, finde ich schon, das passt richtig gut eigentlich. Ein bisschen Pierce-Damage hier, ein bisschen Magic-Damage mit Buff, gute Tanks vorne. Was bekomme ich hier so einen Sea-Lord? Den für mich unaussprechlichen. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, der Brawler, der geht schnell kaputt. Aber ich kann es noch. Ja, ich pack's noch. Ha, genial. Und das hole ich mir hier zuerst das nächste Brawler-Upgrade. Und dann ist noch genug Platz für den Worker. Damit habe ich 6 Stück. Und ich hoffe, dass es reicht. Der Schaden, den ich habe, ist jetzt natürlich nicht wirklich so atemberaubend. Wenn ich liege, soll es halt so sein. Ja, der Schaden ist nicht wirklich groß, nicht wirklich krass. Schauen wir einfach mal. Und ich bekomme hier einen Mutalisk noch mit. Macht die Sache auch nicht wirklich gerade einfacher jetzt, für mich.
Okay, das wird sehr wahrscheinlich. Werde ich liegen? Schätze ich einfach mal. Ah, oh, nee, natürlich nicht. Oh, und das ist super genial. Das heißt, da kann ich jetzt Worker aufstocken. Die andere Seite hat geleakt. Okay, das waren anscheinend zu viele. Einheiten, die wir mitgeschickt haben. Denke ich einfach mal. Ja, zu viele Marines. Die kleinen Marines stehen noch und der große Chef, der hat noch 250 Leben. So, jetzt haben wir 100 Mineralien. Holen uns auf. Ne, holen uns. Ne, das holen wir uns nicht. Das muss reichen, der Supply jetzt. Muss einfach reichen. Und wir schauen uns mal die anderen an. Der Tut hat hier. Okay. Den ersten Gate Guard hat er den jetzt gebaut? Weiß ich gar nicht. Hier hat sich auch nicht so viel geändert. Oh, schon Disciple. Genial, der Distri. Und Celestian, Mercurial, okay. Gehen wir wieder zurück zu uns, bevor wir was Wichtiges verpassen. Ja, läuft super. Die Brawler-Tekken ist alles locker weg. Und dann kann ich mir sehr wahrscheinlich schon das zweite Speed-Upgrade holen jetzt, wenn die Runde fertig ist. Eigentlich generell kann man fast immer davon ausgehen, dass der Value, wenn für Runde 10, wenn der reicht, dass er auch für Runde 11 reicht. Ist nicht immer so, aber oft. So. Ich muss gucken, was ich habe. Grizzly. Oh, Grizzly. Aber eigentlich bräuchte ich das Speed-Upgrade noch. Ja, ich hole mir das Speed-Upgrade und baue hier noch eine HP hin. Nee, ah, okay. Lassen wir sie hier stehen. Eigentlich hätte ich so gerne noch ein Feld weiter hinten gehabt. Und damit stehe ich bei 0 Mineralien. Ha. So. Ja, nicht abgegradet sind sie halt noch ziemlich gummelig. Und ich bekomme jetzt den Goliath mit. Oh nee, bei einer echten Hasswelle. Jetzt werde ich auch wieder liegen. Okay, macht aber nichts. Denn irgendjemand hat sich der Destri. Ja! Wir halten zusammen, merke ich. ja, jetzt kann ich was Dickes mitschicken. Vielleicht reicht es für einen Kolossus. Ne, glaube ich aber nicht. Komm, schicke ich so ein Power Mortal. Hätte doch gereicht. Aber was soll denn sein? Broodlords, Broodlords, Broodlords. Da baue ich mal einen Captain noch hin. Captain ist auch okay. Ist ein passabler Tank. Und gibt eben Damage Buff mit seinem Leadership. Und von daher, er gibt jetzt aber wahrscheinlich relativ schnell um, weil er nur 700 Lebenspunkte hat. Im Vergleich dazu der Brawler mit mit fast 1300. Ja, obwohl es geht. Die greifen hier nicht den Captain an. Von daher ist er ziemlich lang, steht er ziemlich lang. Okay, Workerbau. Ja, läuft super. Läuft super. Und ich muss auf jeden Fall hier mal mir noch ein Ding leisten, ein Supply Upgrade, Medusa ausbauen. Fertig ist die Kiste. Kann ich mir sogar noch einen Worker leisten? Okay, jetzt bin ich mit dem Income wenigstens ein bisschen hochgeklettert, auch wenn ich wieder der League King bin. Das geht mir in der letzten Zeit echt oft so, dass ich, beziehungsweise, ja, in den letzten Spielen, auch wenn ich die letzte Zeit nicht wirklich viel gespielt habe, dass ich immer so ein paar Leaks zwischendrin habe. Auch wenn es echt gut läuft manchmal, Leaks sind doch echt oft dabei und es kotzt mich so ein bisschen an.
Ich schätze es einfach mal hier auch. Hier werden auch nichts dabei sein. Ja, na klar. Drei Stück, vier Stück ganz low eigentlich. Und ich habe jetzt 19 Mineralien gemacht in der Runde, wenn überhaupt. Düm-düm-düm, ja. Mehr kann ich da auch nicht dazu sagen. Okay, jetzt schicken wir aber. Jetzt habe ich einen Mega-Zackling mitgeschickt und hoffe, dass es gut läuft. Nicht genug Vespingas. Jetzt haben wir. Haben wir. Na? Elemental. Hätte ich eigentlich ganz gern. Auch ein Disciple. Bin ich neidisch auf Destri. Aber ich werde mich hier einfach mit dem Soul of Villains zufrieden geben. Gucken wir bei den anderen mal wieder rein. Okay, immer noch Gateguard. Hier ein bisschen Range-DD-Camp. Aufgestockt. Und hier noch ein Disciple. Ah, genial. Doppelt neidisch. Und Crabble ist auch echt gut dabei. Viele Saints, viele Celestians, Entschuldigung. Und bei mir läuft es nach wie vor nicht so wirklich toll. Liegt es an den Creeps, die ich kriege? Oder kriegt ihr genauso Creeps? Keine Ahnung. Also irgendwie ist manchmal der Wurm drin. Ich glaube, ich spiele wirklich das nächste Mal keinen Chaos mehr. Und dann kümmere mich erstmal um die, um ein bisschen noch so, ja, random Bilder. So, jetzt haben wir auf jeden Fall dick viel Kohle, aber ein Scheiß, ein echt Scheiß Bilder. Nächster Bilder ist Ghost. Okay. Ich werde es krass Value aufstocken. Diese Runde ein Admiral. Nächste Runde auf jeden Fall ein Outcast. Und wenn möglich den vielleicht sogar schon upgraden. Das muss drin sein. Ein Outcast mit Upgrade als Tank ist fast schon... Ja, kein... Jetzt bekomme ich ein Tor, okay. Als ob ich nicht vorher schon geleakt hätte. Bekomme ich noch ein Tor... Das macht mich natürlich noch verwundbarer. Schande über mein Haupt, Schande. Und es ist natürlich scheiße. Jetzt wird es natürlich nicht reichen für einen Outcast mit Upgrade. Ja, ouch. Ich hab's gemerkt, der hat mich ganz schön... Der hat mir ganz schön ans Bein gepisst. Mega-Zerklinge halt wieder. Auch wenn ich für die Mega-Zerklinge, da bekommt man halt nicht wirklich so viel Income wie für andere. Weil so eine Support-Einheit eigentlich ist. Aber trotzdem. Outcast jetzt halt. For the win. Und ich baue hier noch... Ah, Mist. Okay, ich baue jetzt noch einen Wanderer. Hier, der kommt weg. Und ein Spectre dafür hin. Spectre sind später einfach viel nützlicher noch. Jetzt bekomme ich hier so einen mit Rüstungsbuffen, Immortal. Also anscheinend Spieler, die wenigstens ein bisschen was davon verstehen, es uns, unseres Leben schwer machen zu wollen. Wie das alles so funktioniert. Ist ja auch mal cool. Supply Upgrade. Supply Upgrade. Okay, Worker aufstocken. Jetzt bin ich wieder ins Hintertreffen geraten. Schon wieder 31 Leaks, ey, das gibt's nicht. Das ist ein bisschen nervig momentan. Okay, jetzt haben wir hier Shadow am Start. Reicht nicht für einen Lord of Death? Schade. Sehr schade. Auf jeden Fall hier wieder so ein Spitter und zwei von den Bone Warriors. Ja komm, machen wir gleich ein Dark Match noch hier draus. Ist extrem cool, auch wenn die Soul of Villains hier einen Buff bekommen.
Da geht es natürlich richtig ab. So, ein bisschen fehlt mir jetzt. Ja, einfach die Worker-Anzahl. Und auch, ja, vernünftige Tanks, okay, habe ich eigentlich, mit dem Outcast zumindest. Wir werden gleich mal nach den anderen gucken, was die so treiben. Unser Crabble, der Tut und der Destri. Okay, jetzt haben wir... Jetzt haben wir wieder Ghost. Bauen wir ganz einfach noch so einen Wanderer hin. Und holen uns das Speed-Upgrade. Nummer 3. Und dann haben wir genug Zeit, mal hier noch zu gucken. Okay, Harbinger und Nightmare ist hier noch mit am Start. Und zwei Lord of Death schon. Bei Destri hat schon ein Seer-Upgrade. Und ein Seer of Darkness. Und hier massig Celestians. Ah, das gibt's ja gar nicht. Es liege schon wieder. Das ist, weil ich so viel nach den anderen geguckt habe. Ich hätte vielleicht vorher erstmal ein paar Runden. Ja, wie kann ich nur? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ist wahrscheinlich ein scheiß Tag. So einfach ist es. Und dann geht es. Dann kann ich das ganz locker flockig aus dem Ärmel schütteln. Dann werden wir hier uns erstmal das Upgrade gönnen. Der Proton kommt hier weg. Und noch ein Soul of Williams. Und dann muss das Ding laufen jetzt. Boah, das kotzt mich an. Jetzt bin ich zwar income-mäßig okay, aber die Leaks müssten halt nicht sein. Das merkt man am Value. Ich habe hier viel weniger Value als die anderen. Und ich weiß einfach nicht, wo ist jetzt der Wurm drin? Wo ist jetzt der scheiß Wurm drin? Auf jeden Fall ist der Schaden jetzt krass, sieht man ja. Aber das ist halt nicht alles. Und ja, jetzt habe ich auch noch doofe Einheiten hier zur Auswahl. Okay, hier Nightcrawler Upgrade. Nächster ist Ghost. Ah, da kann ich zumindest noch ein bisschen was investieren dann. Okay, ich baue hier so einen Resonator. Ganz egal, ob mir das jetzt viel bringt oder nicht. Es gibt auf jeden Fall einen kleinen Buff und ich kann alle Buffs brauchen. Ich kann echt jetzt alle Buffs brauchen. Mega Zergling mit dabei. Wird ziemlich schwer. Sehe ich jetzt schon. Okay, aber... Hey, locker. Flockig. Als ob es nichts Leichteres gäbe. Ja, mein Supply Upgrade läuft schon. Dann werde ich mir hier auf jeden Fall so ein Apparition, wenn man den auch so ausspricht. Ich habe manchmal meine Probleme mit den Turmnamen. Werde ich mir auf jeden Fall leisten. Gibt auch, wenn er upgraded ist, einen Debuff auf dem Gegner, der so weniger Schaden verursachen lässt. Macht auch passabel guten Schaden. Wenn er dann noch den Buff vom Darkmage bekommt, dann geht es natürlich richtig ab. Und jetzt zählt es halt wieder, so viele Worker wie möglich bauen und nicht liegen. Das ist bei mir jetzt mal, ne, ein Hauptaugenmerk. Okay, 12 durch, bei Diester anscheinend. 3 Worker kann ich noch bauen, dann bin ich am Maximum. Muss ich gucken, dass ich es ratzfatz erreiche. Je früher, desto besser, wie immer. Je früher, desto besser. Und, ah.
Mist. Okay, ich tendiere jetzt eher. Nee, ich mache die Worker einfach voll. Und hol mir Nicht hier genug das Mineralien. Upgrade von meinem. Das Gravekeeper Upgrade. Das lässt sich vielleicht da aussprechen. Und da weiß ich auch, dass es stimmt. Schicken noch einen kleinen Tor. Supply Upgrade. So, und hoffentlich halten die Tanks da vorne durch. Hoffentlich. Boah, aber krass, der Schaden ist jetzt gut. Der Schaden ist richtig gut und deswegen fallen sie auch um. Ich habe eigentlich nur Lutscher-Tanks vorne stehen. Nicht genug Und eigentlich bin Westpingas. ich. Ja, Crabble, sehr schön. Werden wir Upgrade uns gleich mal fertig. angucken. Aber ich habe genug zu tun, dass ich wirklich das Ding, die Kiste jetzt einigermaßen leakfrei überstehe. Okay. Okay. Ich muss auf jeden Fall hier das Speed-Upgrade mir holen. Und was? Okay. Der kommt wieder weg. Jetzt habe ich genug Support. Und dann bauen wir lieber einen Dark Priest hin. Ist viel, viel schöner. Und dann brauchen wir noch ein rein Speed-Upgrade und dann haben wir ja. Ah, nee. Okay, ist noch dabei, der Dieser. Upgrade Da durchgeführt. brauchen wir nur noch ein Speed-Upgrade und dann sind wir immerhin am Maximum. Was okay ist. Upgrade durchgeführt. Aus meiner beschissenen Ausgangsposition natürlich ist es sehr okay, möchte ich mal sagen. Obwohl die Ausgangsposition eigentlich gar nicht schlecht war. Also die Türme waren richtig gut, die ich bekommen habe. Upgrade durchgeführt. Aber wie lautet so ein schöner Spruch doch, 90% der Fehler sitzen vorm Rechner. Und in dem Fall war das wohl zutreffend. So, komm schon. Ja, letztes Speed-Upgrade und damit sind wir am Maximum. Und ich werde mir hier einfach noch so einen normalen Apparition tja, leisten. Der Debuff stackt nämlich, ich fahre hier mal ganz kurz drüber. Melee Damage 15% und Range 10%. Und der Tod hat 2 Upgrade durchgeführt. Hardese, okay. Und der Rest ähnlich aufgebaut, ziemlich synchron. Beziehungsweise symmetrisch. Oh, viele Deities. Krasse Sache. Und auch hier viele Celestians. Ich weiß aber nicht, ob die überleben so. Sieht aber gut aus. Oh, jetzt hab ich viel zu viel Gas angesammelt. Und grün liegt ziemlich heftig. Weiß nicht, ob der das noch schafft hier. Wie heißt er denn? Twizzles. Sieht aber gut aus. Ja, die Seer of Darkness bzw. die Phoenix sind natürlich krass stark. Und jetzt habe ich auch hier Seer of Darkness. Oh. So, 2 Stück mal. Und ich muss noch gucken, dass es reicht für Disciples. Auf jeden Fall. Denn die Phoenix ohne Disciples bzw. Messias sind fast für den Arsch. Die halten zwar gut aus, aber die haben keine Energieregeneration. Und das durch die Energie den Schaden reduzieren, brauchen wir die eigentlich so ziemlich auf jeden Fall. Da gibt es eigentlich nichts. Ja, und jetzt läuft's richtig super. Bei uns allen läuft es richtig super. Und bei den anderen eher nicht. Durchgeführt. Nicht genug Vespingas. Und hoffentlich bleibt es so. So, Nature wird nochmal kommen. Ja, ist jetzt sowieso dran. Und Nature mag ich gar nicht so allzu gerne. Ich baue hier mal 2 von den T6-Türmen. Dass ich wenigstens ein bisschen Heal habe.
wenn es drauf ankommt. Und, oh ja, hier, Messier-Upgrade. For the win. Im Übrigen tue ich immer sporadisch schon mal mein Supply upgraden. dass ich später ja nicht vergesse. Oh, den Dark Priest könnten wir hier noch upgraden. Hier habe ich auch noch den Spectre am Start. Könnte auch noch ein Upgrade eigentlich vertragen. So, rechte Seite hat wieder geleakt. 14 Stück. Und der Destry braucht wieder Elemental, ja. Ich bräuchte die auch. Upgrade durchgeführt. Oh, Krabble, ich weiß jetzt nicht, wenn der liegt. Ja, der andere hat wahrscheinlich schon eine Chance, weil er jetzt zu stark schon ist. Was bauen wir denn noch jetzt? Gar nichts. Ich werde hier auf jeden Fall mal einen Phoenix upgraden. Was bekomme ich denn als nächstes? Automaten. Eigentlich mag ich den auch nicht so. Nee, den Rest spare ich mal einfach von der Kohle. Ich hoffe, dass es so reicht. Der Schaden, den ich mache, ist krass. Und ich hoffe, dass ich sie einfach umhauen kann, bevor sie hier meine Tanks wegkloppen. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, klar. Ist auf jeden Fall cool mit der Extra Range. Das ist auch fast das Einzige, das ich mir jetzt kaufen werde. Support Construct, okay. Eins hier. Und auf jeden Fall mal, nee, ich werde hier kein Ding bauen. Na, wo ist er denn? Hier. Die Upgrades, die erhöhen die Reichweite von allen Türmen in der Nähe. Ist eine coole Sache. Dann gibt es ganz einfach früher Schaden auf die Gegner. Aber was bekomme ich denn als nächstes? Ich hoffe, Ancient. Mist. Ich hoffe echt, dass ich Elemental noch bekomme. Oh nee, nächste Runde ist schon 30. Oh, dann stehe ich eigentlich richtig scheiße dafür Extended. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe zwar massig Kohle. Aber ich stehe eigentlich scheiße da. Ich habe nur zwei Phoenix. Beziehungsweise ein Rune-Upgrade. Da muss ich was tun. Celestial. Okay, aber das ist eben die Runde nach dem Boss. Hier den auf jeden Fall mal noch upgraden. Ja, Meridian werde ich noch bauen. Was gibt es hier noch zu verbessern? Okay, ich kann eigentlich alles upgraden. Tree of Lives hier 2. Den nochmal upgraden. Ja, und dann war's das. Dann hoffe ich jetzt, dass ich da leakfrei durchkomme. Durch die Geschichte. Also Schaden müsste eigentlich da sein und ist auch da, ja. Also die Soul of Villains machen sich immer bezahlt, auch später noch. Und trotz meines niedrigen Values bin ich eigentlich jetzt so der Erste gewesen, der ihn kaputt hatte. Also die Schadensbuffs sind übel. Upgrade durchgeführt. Nein, zu wenig Hades, ne? Ja, es reicht schon noch, komm, tut. Nee. Okay. 350 Leben ist nicht wirklich. Ist fast ein Win. Oh, Celestin ist natürlich auch cool mit den T6-Türmen. Beziehungsweise Celestial. Ist richtig eine coole Sache. Gerade weil sie eben noch die heilenden Einheiten da raus spawnen.
Und mit ein bisschen Glück kann ich eben noch den Speedbuff kriegen von meinen. Na, wie heißen sie denn hier? Dark Mage, 30% mehr Tempo und bei jedem Treffer, da spawnen sie natürlich ein Celestien und mit Speedbuff treffen sie eben wesentlich häufiger. Nächste Runde, Elemental! Ja, wer sagt's denn? Da habe ich ja vielleicht doch nochmal Glück. Wenn ich die Runde überstehe, wenn wir die Runde überstehen. Aber der Schaden ist gut, der Schaden ist sehr gut. Oh, jetzt muss ich schon mal. Ich weiß es, Destri. Manchmal läuft's scheiße. Manchmal läuft's echt scheiße. Und Nature ist nicht wirklich so toll. Bis auf die Healtürme, die eigentlich, ja, nicht wirklich so toll sind. Vor allen Dingen, wenn man so viele T6 Celestial schon hat. Und jetzt geht's aber ab. Jetzt müssen wir hier Seer of Darkness, die vordere Reihe auf jeden Fall mal. Ich habe hier irgendwo eine Lücke drin. Och nee. Oh, das hasse ich ja. Ich habe hier irgendwo eine Lücke drin. Okay, was könnte ich verkaufen? Was könnte ich verkaufen? Gar nichts. Dann baue ich halt. Ja, baue ich noch so ein. Ein Disciple. So. Schauen wir mal. Also wenn wir hier den ersten im Fokus nehmen, dann geht es krass schnell. Echt krass schnell. Fünfundzwanzig Tors hat er gehabt. Das kann ich jetzt gar nicht glauben. Ich meine, die sind ja immer noch zu zweit im Spiel. Wenn ich jetzt nicht irgendwie was verpasst habe oder übersehen, dann sind die immer noch zu zweit. Ja. Komm jetzt noch 32 und dann hast du mich überholt. Tut, er hat uns ja denn der. Das habe ich schon längst gemacht. Und jetzt haben wir wieder Dingsisch. Na? Wie heißen sie denn hier? Celestial? Nee, baue ich aber nicht. Baue ich jetzt keinen. Ich werde hier ganz einfach die Nicht upgraden. genügend Mineralien. Nächste Runde bekommen wir Shadow. Shadow, was können die Tolles? Da kann ich noch mehr von den Dark Mages bauen. Da geht's richtig ab mit dem Schaden. Und ein Fire. Na, Fire Archer auf jeden Fall. Und ich bräuchte eigentlich noch mehr Elementals. Um hier alles voll zu klappustern. Bräuchte ich eigentlich noch viel, viel mehr 40 Tors. Ja. So sind wir. Jetzt gucken, oh, das sind aber viele. Das sind ziemlich viele. Messia mit am Start. Ja, krass viele. Von den Saints. Ja, Bone Warriors wollte ich bauen, gell? Hatte ich gesagt. Die baue ich hinten hin. Und ich hoffe, dass die Rechnung aufgeht. Dass ich wirklich auf so ziemlich jeder Einheit einen Speedbuff casten kann. Erstmal zwei Fire Archer. Oh, die Zeit wird eng. Nein, es hat nicht gereicht. Also jetzt muss ich die hier noch so überstehen, die Welle. Nature bekomme ich dann. Ist natürlich beschissen. Nature. Also du bist jetzt nicht der Einzige. Destri. Ich mach mit Nature. Eigentlich hätte ich auch Hades bauen können. Wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, noch mehr Dark Mages. Hier ein Upgrade vom Theos. Was hatte ich als nächstes? Celestial wieder. Celestial.
Ja, dann kann ich hier noch den Ziszibel upgraden. Und dann spare ich mir die restliche... Nee, komm, hier. Mercurial. For the win. Und ich habe ziemlich viel Kohle noch über. Ich hoffe ganz einfach, dass ich nochmal Elemental kriege und dann wirklich viele von den Phoenixen bauen kann. Das wäre eine coole Sache. Ich hoffe es einfach. Aber wir sind auch schon... Ja, wir kommen schon zu 36. Dann... Und die anderen Tanks, die wir so haben, die halten einfach nicht wirklich lange durch. Die halten nicht lang durch, echt. Nicht genug Vespingas. Deswegen, ja, nächster Bild ist Shadow wieder. Okay, deswegen werde ich jetzt hier auch mal... von denen bauen. Ganz einfach, dass ich den Schaden noch ein bisschen erhöhe. Ich weiß gar nicht, ist das schon die letzte Runde? Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, falls ja, war das natürlich schon ein Fehler, dass ich... Ja, okay. Dass ich meine ganze Kohle ausgegeben habe. Also ich habe jetzt noch 1200 Mineralien auf der hohen Kante. Und hab's dann nett ausgegeben. Das ist natürlich ein krasser Fail. Sieht man auch am Value dann. Ja, mein nächster Bilder ist Shadow. Okay, brauche ich. Dann hätte hier noch ein Phoenix upgraden müssen. Ah. Aber der Schaden ist gut. Und ich hoffe, das rettet mich. Die Tanks, die normalen Milis, die fallen jetzt natürlich recht schnell um. Es ist ganz logisch, weil die eben nicht so ein Energieschild haben wie meine Phoenix. Oh, der Outcast lebt sogar noch, der Forsaken One. Hätte ich gar nicht gedacht. Session Gravel. Aber ich habe dafür verloren. So. Ja, und die Phoenixe, die fallen schon ziemlich tief runter mit dem Leben. So ganz super schnell gehen sie doch nicht down, die Wellen. Wir schauen uns jetzt mal an, was die anderen gebaut haben. Phoenix, ja klar. Destry, Crabble und Toot. Toot hat viele Hadese. Okay. Ist ja auch klar als Shadow. Voll mit Phoenixen, die hätte ich auch gern. Und Chrisley ist auf jeden Fall cool. Oh, genial. Verdammt viele Tree of Lives. Und hier genauso. Viele Celestians. Messias. Ist natürlich absolut cool, wenn die Phoenixe geheilt werden und Energie recken durch die Messias hier. Zergling-Spam. Okay, ja, ich habe einfach mal ein paar Zerglinge geschickt. Und bei mir hat ziemlich viel überlebt. Also noch kein Phoenix ist gestorben. Ich muss hier schon ein bisschen was aufgeben. Was hatten hier? Die Medusa, genau. Aber sonst auch nicht wirklich was verloren. Also toi, toi, toi. Dark Mages habe ich schon verloren. Wie geht denn das? Die stehen doch immer hinten. Ah, okay. Ist vielleicht hier am Rand. Kann natürlich sein. Oh, und jetzt wird's eng. Die laufen natürlich jetzt wieder weiter am Rand entlang. Ja, ein Loch. Loch in der Verteidigung. Okay, aber das scheint nichts zu machen. Ah, kommt schon, hau den um.
So viele Celestians. Nicht genug Vespingas. Und der Nicht genug blaue, der wird Vespingas. auch nichts verlieren. Nicht Geschirrte wird er ein, der wird auch keine Einheit verlieren. Jetzt wird's aber, jetzt wird's immer enger und immer schwerer. Und ich bin mal gespannt, ich bin mal echt gespannt. Also lang werde ich nicht mehr durchhalten. Ich habe einfach zu wenige Phoenixe. Irgendwann werden sie halt doch sterben. Und es ist schade, dass man mit den Türmen nichts fokussieren kann. Ja, als wären hier meine ganze Range-Türme natürlich umgehauen. Die werden alle umgehauen. Ja, jetzt ist er tot, der Attacker. Kanzi Grabble. Nicht genug. Ein Phoenix ist schon gelb. Okay, bei dir aber nicht, Testry. Ja, viele Phoenixe sind gelb. Hey, Grabble. Guck mal, bei mir sind ja auch noch grün. Ah, der hier hat ein bisschen eingebüßt. Oh, jetzt wird's böse. Jetzt sind's zu viele. Jetzt verliere ich definitiv. Der einzige Trumpf war noch der passable Schaden. Oder der eigentlich recht hohe Schaden, mag ich mal sagen. Aber jetzt werden die DDs auch umgehauen. Und ich habe nicht genug Celestians, um die hochzuheilen. Ja, da der erste Aurora ist schon kaputt. Ist auf jeden Fall krass jetzt. Mal gespannt. Ah, wir haben gewonnen. Okay, haben verloren. Genug meditiert. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber war auf jeden Fall ein schönes Spiel. 0,005 FPS for the win. Ah, GZ. Und mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Wenn du Lust hast mitzuspielen, melde dich einfach bei mir. Sonntag 8 Uhr ist immer Squadron TT Time. Bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Spaß und ich bin raus. Wir hören uns.